Boah, heute ist schon wieder Donnerstag und irgendwie ist noch nicht so viel richtig weitergegangen. Ja, sonst hättet ihr das ja auch schon gesehen. Aber heute werde ich jetzt den PC zerreißen und ja, dann eventuell doch schon anfangen, Komponenten in die Kiste ins Kabinett reinzubauen. Und morgen kommt der Monitor. Gut. Zerlegen wir das Ding. Zerschneiden wir's, zerflexen wir's. Ei, Krücke. Wie genau das Zeug dann da reinkommt. Keine Ahnung, noch nicht. Ob ich es am Boden mache, an die Rückwand, sehen wir. Vielleicht heute noch. Fast zerlegt, nur noch Mainboard raus. Grafikkarte, Netzteil, WLAN-Karte, Festplättchen, Antenne. Ja, und ich denke, der Lüfter ist auch schon montiert. Ich werde den PC direkt hier an die Rückwand hinspaxen. Aber wie und wo, das muss ich mir noch überlegen. Genauso inwieweit ich das Gehäuse zerschnibbel, ob ich hier noch was von dem Blech stehen lasse, dass ich die Grafikkarte mit festschrauben kann. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ging jetzt wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Einfach bloß die Nieten aufgebohrt. Und ja, das ist der Rest, was stehen geblieben ist. Da hinten flackt der Rest. Und Mainboard geht bis hier. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Und hier, ob ich hier das jetzt absäge. Oder ob ich das stehen lasse. Weil wenn ich stehen lassen würde, hätte ich da Punkte, ja gut, die hätte ich hier auch zum Festschrauben. Und hier drin kann ich ja auch noch eine Schraube versenken. Hoch. Nee, das bräuchte ich eigentlich gar nicht. Also das kann ich hier absägen getrost. Wenn ich es hier unten entlang absäge. Ja, das überlege ich mir noch. Und schauen wir mal, wie es hier so reingehen würde unter dem Lüfter. Und ja, ich säge es definitiv ab. Unten. Und hinten werde ich es hier entlang kappen. Hier hoch. Und hier hinten rüber. Ja, und das da hinten dann halt auch weg. Ja, so mache ich das jetzt. Und zusammengeschnitten ist es. Ich werde jetzt die ganzen Schnittkanten noch mit der Flex und der Papierscheibe ein bisschen feiner schleifen, ein bisschen entgraten. Ja. Und dann können wir rein theoretisch, wenn ich die noch aufbohre, habe ich noch mehr Stabilität. Ja, da mache ich hier nämlich auch noch eine Schraube rein. Hier nicht. Und hier haben wir hier das Loch. Dann ist das Ding auch schon etwas stabiler noch. Das Ding wird ja sowieso an den Punkten festgeschraubt. Ja, wunderbar. Was will ich mehr? Da bohre ich hier noch Löcher rein, wo es festgeschraubt wird. Und dann kann ich das Ding schon fertig reinsetzen. Da drin. Es kommt dann leicht links, dass man gerade noch so hinten oder vielleicht weiter rüber, dass man halt noch sauber oder gerade noch an die Anschlüsse hinkommt. Ja, und dann kann ich das Mainboard eigentlich schon fast reinspaxen. Das mache ich jetzt so. So Leute, mit der Flex ein bisschen vorgeflext, mit der Papierscheibe, dann noch mit der Hand, mit dem Schleifpapier, mit dem feinen abgerundet und ja, schwarz-matt drüber lackiert. Fertig. Nein, fast fertig.
Wie gesagt, ich baue jetzt diese Niete hier an der Ecke noch auf, da schraube ich es zusätzlich fest. Dann baue ich mir hier ein Löchlein und hier irgendwo ein Löchlein. Ja, dann habe ich dann noch das, das und das. Und hier machen wir auch noch ein Loch neu. Ja, und dann kann ich das Ganze in sein neues Gehäuse reinsetzen. Ja, geilomat. Also, es geht schwer voran und ja, hier X-Silence 500 Watt. Was soll ich sagen? Hat sich erledigt. Watt Corsair mit Kabelmanagement. Kommt die Tage. Ja, man sieht mal wieder die Löcher auf dem Boden und der Rest vom Gehäuse ist reingeschraubt. Schön fest. Ja, und dann kann ich das Motherboard wieder einsetzen. Ja, drin wäre er. Kann sein, dass ich die Grafikkarte nochmal rausnehme, dass ich eventuell die SSD-Festplatte da unten drunter dann noch festschrauben kann. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon recht gut. Ja, den Lüfter kann ich dann eigentlich irgendwo auf dem Mainboard mit anstecken gleich. Rein theoretisch. Und den anderen, den großen dann auch. Ja. Irgendwo wird man den schon mit anstecken. Also PC-technisch geht's dann. Moment, käme auf mich. PC-technisch wird's dann auf alle Fälle am Samstag weitergehen. Denke ich ja mal. Und morgen schauen wir mal, ob da nicht der Monitor da reinkommt. Ich bin gespannt. Ihr werdet es ja in der nächsten Szene sehen. Nächster Tag. Total frustriert. Also ich glaube, mir klebt das Pech wie Pumakacke an der Schuhe. Zumindest was die Bestellungen und die Versender betrifft. Ja. Das Monitörchen ist nicht gekommen und ich weiß auch nicht, ob es morgen kommt. Ach, Dreck. Was ich aber gefunden habe, war die kleine SSD aus meinem anderen Rechner vorne. So ein Halter, den brauche ich ja nicht mehr, weil das Gehäuse zerschnitten ist. Und ja, hier kann ich die SSD draufschrauben. Dann bohre ich links und rechts Löcher rein und dann kann ich die so hinsetzen, dann liegt die nicht direkt auf, hat außenrum Luft und ja, gut ist. Ich weiß nicht, ob die warm werden oder nicht. Deswegen ein bisschen Luft. Hier und vorne werde ich es jetzt abkappen. Dann mache ich die Grafikkarte nochmal raus und dann schraube ich das unterhalb der Grafikkarte fest. Und das mache ich jetzt. Jetzt habe ich doch noch die Festplatte hinten hingeschraubt. Also entweder tausche ich hier die Anschlüsse noch, weil unten ist er gerader, da ist er abgewinkelter. Gefällt mir nicht ganz so gut. Oder ich gucke noch sowieso noch, ob ich etwas kürzeres Kabel habe. Ja, so schaut es aus und womit mache ich jetzt weiter? Noch keine Ahnung. Doch. Schraube den vorderen Lüfter rein, eventuell die Subwooferbox und gehe jetzt erstmal Kaffee trinken. So Leute, ich habe das Kabinett jetzt auf die Seite gelegt. Beim Verkabeln wird es wahrscheinlich auch ein paar Mal gedreht und gewendet werden. Da kommt man einfach besser hin. Und Löcher habe ich mir hier jetzt schon gebohrt. Da werde ich jetzt die ersten zwei Schütze festschrauben. Dasselbe dann auf der
andere Seite gerade oben gelegen. Ja, und hier hinten kommen dann auch gleich die drei Schütze hin. Das mache ich dann auch beidseitig. Puh, verdammt nochmal, jetzt geht mir wirklich die Arbeit aus. Warum? Schaut es euch an. Ja, Subwoofer ist fest verschraubt, die Lüfter sind fest verschraubt. Den Kabelsalat hier brauche ich noch nicht ordnen. Die Schütze kann ich auch noch nicht so wirklich anschließen, obwohl ich ja hier noch ein Netzteil habe schon, aber es kommt ja auch noch das PC-Netzteil, darum weiß ich nicht, ob ich es so neu mache oder so. Das kommt alles eben erst noch auf. Verdammt nochmal. Tja. So weit, so gut. Man muss sich abklären, wie das jetzt mit dem Bekleben ist. Bis wann das passiert. Ja. Monitor ist leider nicht gekommen. Vielleicht kommt er morgen. Oh, 12:30. Vielleicht kommt er heute. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht kommt ja wenigstens das PC-Netzteil. Dann kann man das anklemmen. Einen schönen Platz dafür suchen. Aber hey Leute, das ist alles Stoff für die nächste Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Material ich aufgenommen habe dieses Mal, aber ich glaube, ich habe einiges geschafft. Leute, bis zur nächsten Runde. VPN.